Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Reaction-Kanal. Wir gucken heute Saschka, das lecker Mädchen. Die hat ein Video gemacht, warum Pocher recht hat und sich dennoch blamiert. Wir sind gespannt. Mein Video zu Pocher kommt übrigens morgen. Also wenn das Video dann auf Kuchen der Vorankalt grün ist, kam es vor 3 Wochen. 18 Uhr, hey people. This is your girl, Saschka. Es hat ordentlich gerumst und das gleich zweimal. Einmal auf der Oscar-Verleihung, wo Will Smith aufgrund von einem Joke über seine Frau sich gezwungen fühlte, sie zu verteidigen. Und daraufhin Chris Rock einfach eine saftige Schelle verpasst hat. Und einmal bei einem Boxkampf, wo Oliver Pocher von einem Typen namens Fat Comedy so hart ins Gesicht geschlagen wurde, dass man das Gefühl in ganz Deutschland spüren konnte. Beide Aktionen waren ein bisschen cringe, beide Aktionen waren sehr, sehr unangenehm. Der Unterschied ist aber, dass der eine sich entschuldigt hat im Nachhinein, der andere dagegen einen Spendenaufruf gestartet hat, um jetzt bereits schon die Prozesskosten tragen zu können. Doch was genau ist da? Es ist übrigens auch so dumm. Es ist wirklich so dumm, weil du darfst halt Strafen nicht per Spenden bezahlen. Also ich weiß halt, Real Talk, ich check nicht. Ich weiß nicht, ob Fat Comedy da trollt oder ob der das einfach nicht weiß, aber man macht sich doch Gedanken vorher über sowas oder nicht. Das Ding ist, nehmen wir mal an, er würde jetzt wirklich diese 500.000 bekommen, dann könnte das Gericht halt die Strafe auf zum Beispiel 520.000 Euro halt setzen, weil das Gericht ja weiß, okay, der hat 500.000 Euro bekommen, um diese Strafe zu zahlen. Und damit es ihn halt trotzdem noch trifft, zahlt er halt darüber hinaus auch nochmal was. Und ich glaube, es ist sogar eine Strafe. Ne? Prozesskosten und so weiter und Anwaltskosten darf man, aber du darfst keine Strafen davon bezahlen. Ne? Hintergrund. Und warum genau blamiert sich Oliver Pocher, obwohl er eigentlich recht hat? Bereits vor Monaten habe ich ein Video veröffentlicht über Oliver Pocher, wo ich ihn ein bisschen beleuchtet habe und seine Art, sich über Menschen lustig zu machen, besonders mit dem Fokus auf Frauenfeindlichkeit. Spoiler, Oliver Pocher ist nicht frauenfeindlich, sondern er mag irgendwie generell keinen. Und die Meinungen sind bei ihm relativ gespalten. Die einen mögen ihn und die anderen umso weniger. Ich persönlich, weiß nicht, Oliver Pocher ist also nicht mein Typ, ist nicht meine Art von Humor, aber mittlerweile ist Oliver Pocher... Wichtige Frage ist, bin ich dein Typ? Und wann gehen wir essen? Einfach oder schon immer sehr unsachlich, besonders mit Begriffen wie Bratpfanne der Woche oder des Monats. Manche eben können ihn bis auf den Tod nicht ab, genauso wie dieser Kollege hier. Doch wer genau ist Fat Comedy eigentlich? Rapper, Instagrammer und ein Typ, der auf seine Art und Weise für Gerechtigkeit sorgen wollte. Omar heißt er, ist 22 Jahre alt und wollte mit Unterhaltung, Spaß, Comedy die Welt bereichern und nach seiner Abnahme von... Sie folgt dir nicht, Bro. Lass es. Aber wer weiß, warum sie mir entfolgt hat. Von ca. 100 Kilo hat er sich dann umorientiert und wollte er in die Rap-Szene gehen und eben mit Musik unterhalten. Und Kontakte hatte er viele. Shirin David, Samra, Capital Bra. Nach der Aktion hatte er umso mehr Freunde, wie man Stories entnehmen kann von Juju, PA Sport. Er ist kein Rapper. Ja, ich habe auch gedacht, dass der Rapper ist. Woher kommt das? Warum denkt denn jeder, dass er Rapper heißt? Er hat ja auch eigentlich Fett-Comedy, ne? Splitzer-Aktion, wo er auf Rassismus und Hanau aufmerksam machen wollte. Als auch andere Themen schien sein Gerechtigkeitssinn noch anders ausgeprägt zu sein als heute. Denn das Beschreiben der Tat ist relativ leicht. Der 21-Jährige kommt zu Pocher, der unterhält sich gerade mit jemand anderem und guckt dementsprechend auch nicht dahin und ballert ihm instant eine. Aber wirklich so hart, dass Oliver Pocher fast vom Stuhl fällt. Und aber gut, Oliver Pocher ist auch 1 Meter groß. Ne? Im Moment total erschrocken ist. Auch alle anderen Leute scheinen darum sehr perplex zu sein. Anstatt aufzuhören, lacht Fat Comedy weiter, inklusive seinem Kameramann, und fordert sozusagen mehr, zumindest scheint es so. Und das Ganze postet er auf Instagram, TikTok und vielleicht noch anderen Social-Media-Kanälen und lässt sich dann dafür abfeiern von Rappern, Influencern und anderen Leuten, die eigentlich mit Oliver Pocher gar nichts zu tun haben. Doch. Meme verurteilt Gewalt wie in Hanau und ist selbst gewalttätig. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob du trollst, aber das kann man jetzt eigentlich nicht wirklich miteinander vergleichen, also so circa überhaupt gar nicht. Ellie, dankeschön, dass du hier einen Sub verschenkst. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Was genau war denn die Message dahinter? Fat Comedy gab an, dass die Ohrfeige für all die Mobbing-Aktionen und Taten gegen Influencer und andere Menschen, die Oliver Pocher beleidigt und terrorisiert hat, war. Sprich, eine stellvertretende Klatsche für all die Menschen, die Oliver Pocher eben fertig gemacht hat in der Bildschirmkontrolle. Anderen Quellen zu folgen, nämlich Kommentaren, gibt Fat Comedy zu, dass er ihn auch nicht mag, weil Oliver Pocher sich damals mit Nika Irani solidarisiert hat, die dem Rapper Samra gewisse Dinge vorgeworfen hat,
die im Prozess dann als nicht wahr festgestellt wurden. Und da Samra und Fat Comedy anscheinend irgendwie befreundet sind, war das auch ein mögliches Motiv tatsächlich. Und die Reaktion der Menschen bleiben tatsächlich auch gespalten. Und vor allem kommt es natürlich sehr auf die Community der Betroffenen an. Beispielsweise Anne Wünsche äußert sich natürlich auch dazu. Anne Wünsche war damals sowas wie das Lieblingsopfer von Oliver Pocher. Der erste Satz, den ich dazu sagen möchte, ist, dass ich einfach mal komplett gegen Gewalt bin. Also ich denke auch, dass es halt der Hauptgrund war, wahrscheinlich halt Nika Irani, denke ich. Aber ich glaube, dass das Fat Comedy auch generell halt gar nichts von Oliver Pocher hält, halt offensichtlich. Komplett. Ne? Zu 1000%. Aber seit Corona hat dieser Mensch sich einfach komplett gedreht und das halt nicht ins Positive. Da wird die Reichweite nicht mehr genutzt, um Menschen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern, sondern um andere Menschen fertig zu machen. In diesem Video geht es auch nicht irgendwie darum, Oliver Pochers Taten gut zu reden oder ähnliches, sondern das einfach mal zu beleuchten, unabhängig davon, was er macht. Auch ein PL Sports hat sich dazu geäußert. Ich weiß halt auch nicht, wie sinnvoll das ist. Ja, aber ich finde sowas wie von Anne Wünsche halt immer so ein bisschen lächerlich, um ehrlich zu sein. Das ist halt so dieses typische, ja, der macht halt immer Leute fertig. Naja, ich meine, ich habe auch viele Bildschirmkontrollen-Videos von Oliver Pocher gesehen, nicht alle, aber halt viele. Und natürlich macht er das halt mit seiner Art, keine Frage, die muss man halt nicht feiern. Aber er beleidigt die Leute da ja halt nicht so oder macht die halt einfach fertig, sondern er kritisiert die halt einfach, ne, für komische Placements, für komische Werbungen, wenn die halt eine komische Aktion gebracht haben, so. Also ich finde, da muss man halt auch immer so differenzieren, ne, weil zum Beispiel mir wird auch immer gesagt, ja, du machst einfach immer nur andere Leute fertig. So, aber das ist ja nicht mein Content, es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, boah, jetzt disse ich mal, keine Ahnung, Saschka in einem Video, sondern, ne, wenn ich halt eine Aktion habe, die ich halt nicht cool finde, dann berichte ich da halt drüber. So, ne, und ja, deswegen, keine Ahnung, finde ich das dann immer weird, das halt irgendwie so hinzustellen, als ob man da keine Kritik irgendwie ziehen könnte, ne. Pocher zu beleidigen, wenn man gerade das kritisiert, dass er andere Leute beleidigt. Ja, ich meine, bei Anne Wünsche gibt es halt schon einige Sachen, die man kritisieren kann. Ne? Auch eine Juju findet es wohl klasse. Hat er nicht gemacht. Oh, wie krass. Geil ist das. Hat er nicht gemacht. Ich schwöre, er hat zwei. Oh mein Gott. Auch eine Senna Gamur sagt dazu nur Folgendes. Und was soll ich dazu sagen? Was wollt ihr von mir hören? It is what it is. Und auch die Normalos, die Oliver Pocher nicht persönlich kennen, die scheinen auch ein bisschen gespalten in den Kommentaren zu sein, besonders auch unter dem Statement-Video von Oliver Pocher. Worte wie gerechtfertigt und verdient fallen ihm regelmäßig in Sätzen. Taten werden gut gesprochen, auch unter den Fotos von Fat Comedy und auch in seinen Stories und auch in den Kommentaren, wo manche Menschen es wirklich gut heißen und sagen so, hey, wir stehen hinter dir, ist doch alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Du hattest bestimmt eine richtig gute Absicht dahinter. Ich habe auch eine richtig gute Absicht dahinter, wenn ich jemanden anfahre. Und Fat Comedy scheint auch tatsächlich weiter zu sticheln und provoziert mit Bildern, mit Sprüchen. Mhm. Nein, er geht noch weiter und möchte Spenden sammeln und hat einen Wert von... Also dazu muss ich halt auf jeden Fall sagen, also gut, ich habe jetzt glaube ich auch schon 3 Reaction-Videos auf QNTV Uncut hochgeladen, das ist dann das 4. Ja, das sind einige auf jeden Fall. Aber dazu kann ich ja doch nur sagen, also ich verstehe es auch nicht, wie man halt dafür sprechen kann. Also das sage ich zum Beispiel auch morgen in meinem Video. Die Leute sagen halt so, ja, okay, der hat das verdient. So, und der Grund, warum Leute sagen, dass Oliver Pocher das verdient hat, ist im Endeffekt, dass die Oliver Pocher halt nicht mögen. Wegen seiner Art, wegen dem, was er tut. So, aber es gibt ja immer irgendeinen Menschen, den man nicht mag. So, das heißt, für diese Leute ist Gewalt gegen jeden gerechtfertigt, den man nicht mag. Einfach. So, ne, es gibt Leute, die mögen Oliver Pocher nicht, es gibt Leute, die mögen vielleicht einen Gronkh nicht oder eine Saschka, so, oder wenn ihr auch mal an eure Schulzeit denkt, es gibt ja auch Leute, die euch in der Schule nicht mögen. So, ist es jetzt okay, wenn euch jemand eine klatscht, sagt ihr dann so, ja, okay, du konntest mich nicht leiden, das ist schon okay, ich hab's schon verdient irgendwo. Das ist halt so Bullshit, so, weil man immer nur so aus seinem eigenen Empfinden raus dann agiert und sagt, ja, okay, der hat das verdient, weil ich mag den nicht. So, und das ist halt, weiß ich nicht, das ist halt so dumm und so stumpf, ich check das nicht. DMA90, Dankeschön für den Prime-Sub. 500.000 Euro angegeben. Mittlerweile ist aber das Ganze gestoppt worden, auch von ihm selbst. Hintergrund ist unbekannt, aber tatsächlich ist das wohl nicht so ganz erlaubt gewesen. Ja. Ich weiß es nicht. Und so legt dann auch natürlich irgendwann Oliver Pocher ein Statement ab. Und das ging dann knappe 13 Minuten. Und es gibt einige Sachen, die ich in diesem Statement nicht so gelungen finde. Auch manche Aussagen finde ich überhaupt nicht gut. Die würde ich dann auch nochmal gerne thematisieren, weil obwohl Oliver Pocher in der Hinsicht komplett recht hat und Gewalt in dieser Hinsicht niemals eine Lösung sein wird, gibt es einfach manche Aussagen, die Oliver Pocher überinterpretiert, als auch überspitzt. Weiß ich nicht, wenn man noch mit so einem Friedensshirt für die Ukraine da ist, relativ komisch, wenn irgendein Typ, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, irgendwas über ihn, gegen ihn oder irgendjemand anders gesagt habe, hinkommt
und mit voller Absicht ihr eine langt. Ich glaube, dem Typen war vollkommen egal, was Oliver Pocher anhatte. Die Message hatte wohl nichts mit der Ukraine zu tun. Also ja, inwiefern man da jetzt die Ukraine oder das Ukraine-Thema mit reinziehen stimmt muss, eigentlich schon, verstehe ich absolut nicht. Oft kommt es in dem Video so rüber, als ob Oliver Pocher so ein bisschen drumherum labert, nicht auf den Punkt kommt. Und er eigentlich hätte viel, viel schneller zum Punkt kommen können, aber er unbedingt noch was zu der Sache sagen musste. Oliver Pocher hat auch recht. Es war feige und hinterlistig. Und da kann ich auch nicht verstehen, wie man sich rechtfertigen kann und sagen kann, ja, das war eine überemotionale Reaktion. Und du hast ja extra gesagt, so, hey, nimm mal auf. Ja, das sag ich doch nicht in einer Überreaktion. Ja. Hey, inwiefern ist das Gerechtigkeit? Nein, es ist nicht Gerechtigkeit, wenn man sich selbst so profilieren will und die Tat so glorifiziert, ohne dem anderen überhaupt eine Chance zu geben, zu realisieren, was denn überhaupt meine, Sache ist. Ja, es ging da halt offensichtlich einfach um Reichweite, ne? Also man muss es einfach genauso sagen. Also ich glaube ihm schon, dass er mit Pocher wirklich ein Problem hat. Ich glaube jetzt nicht, dass er sich dachte, okay, ich klatsche jetzt wen könnte ich nehmen? So, aber halt offensichtlich ging es ihm halt um die Reichweite, ne? Er hat das überall ganz stolz sofort gepostet, ne? Hat ja auch danach noch Sachen dazu gepostet und so weiter. Und ja, es ging halt offensichtlich auch einfach darum, halt sich selber halt zu profilieren, sich selber in die Öffentlichkeit zu stellen, sich so selber als jemand hinzustellen. Ja, guck mal, Oliver Pocher mögen so viele Leute nicht. Ich bin der, der es ihm mal zeigt. Ja, es ist halt einfach ekelhaft so, ne? Es ist halt einfach ein peinliches Verhalten von dem Typen, ne? Ist. Ich habe die letzten Tage auch ehrlich gesagt damit verbracht, das ein oder andere Mal beim Arzt zu sein. Und ich finde, auch da hört der Comedy-Aspekt ein bisschen auf. Achtung, hört auf, Wortspiel. Denn mein Ohr ist auch ziemlich angeschlagen gewesen. Und wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden, die nicht wieder zurückgehen. Es war wohl aber so, dass Pocher schon am Vorabend, bevor er das Statement-Video aufgenommen hat, wohl noch bei einer Show gesehen wurde und auch Gast war und da auch live aufgetreten ist. Und ich glaube, wenn die Möglichkeit besteht, dass ich irreparable Schäden bekomme, dann würde ich, glaube ich, eher zu Hause bleiben. Wir reden nicht über... Ja gut, das ist halt die Frage, ne? Also, es wird ja wahrscheinlich mit dem Arzt abgeklärt sein, wenn der sagt, ja, okay, du kannst schon auftreten, das ist egal, dann geht das halt schon, ne? Wir wissen halt nicht, was da passiert ist. Aber ja, Lenkkraftfreak? Hä? Lenkradfreak, ach so. Genau, das ist halt auch die Frage, die man sich stellen muss, ne? Stimmt das überhaupt, ne? Hat er diese Schäden oder nicht, weil erstens kann man sich damit natürlich mega gut in die Opferrolle positionieren, denn man kann jetzt sagen, ja guck mal, es war nicht nur eine Schelle, sondern er hat vielleicht sogar noch Schäden davon getragen und sowas lässt sich vor Gericht natürlich auch immer richtig gut verkaufen, also habe ich euch ja auch mal gesagt, irgendwie vor 10 Jahren oder 9 Jahren ist das her, hat mich mal so ein Geistheiler vor Gericht gezogen, weil ich halt so einen dummen Spruch über ihn in einem Video gemacht habe und dann hat er da auch irgend so einen Attest vom Arzt irgendwie geholt, dass er ja nicht mehr schlafen kann, seitdem ich diesen Spruch gebracht habe, weil er die ganze Zeit Angst hat, dass ihm irgendwer was antut. Wo ich mir so denke, Digga, holy, Alter, da hat irgendein 17-jähriges Kind in einem Video was über dich gesagt, keiner weiß, wer du bist und so. Also, ne, das ist halt schon normal, dass du vor Gericht halt immer versuchst, dich halt so krass in die Opferrolle zu stellen, wie es halt geht. Das war ja, finde ich, teilweise, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber bei UpRed, glaube ich, mit diesem Bombenprank auch das Gleiche. Auch da haben einige Opfer von diesem Prank halt auch komplett einfach zu too much erzählt, weil es halt einfach gut ankommt und UpRed kann auch nicht das Gegenteil beweisen, so, ne, das ist halt schwierig. Und ja, mit der Hand aufs Ohr kann das Trommelfell auch kaputt gehen, also theoretisch kann das passiert sein, so, ne, wir wissen es halt nicht, aber es ist zumindest möglich, biologisch gesehen. Über irgendeine lustige Ohrfeige, wir reden über ein Kapitalverbrechen, wir reden über Sachen, die nachhaltige Wirkung jetzt schon haben und die vielleicht auch ganz anders ausgehen sollten. Und das ist halt das, was ich wirklich ein bisschen zynisch finde, weil ein Kapitalverbrechen ist das auf gar keinen Fall, es ist eine Ohrfeige. Eine Ohrfeige ist schlimm, die ist kacke und es muss echt nicht sein, egal ob man das beim Bachelor macht oder bei einem Oliver Pocher, sowas muss nicht sein. Aber ein Kapitalverbrechen ist was anderes und besonders, wenn man ein Ukraine-T-Shirt anhat und man genau weiß, was in der Ukraine vorgeht und genau weiß, dass das eigentlich Kapitalverbrechen sind. Das aber im selben Satz gleichstellt mit einer Ohrfeige, finde ich persönlich nicht so gut, finde ich nicht gut gelungen und finde ich auch unnötig überspitzt. Denn wenn man solche Worte wie Kapitalverbrechen erwähnt, dann sollte man auch vielleicht googeln, was Kapitalverbrechen heißt. Ich versuche jetzt nicht irgendwie das runterzureden, wie Fat Comedy oder ähnliches, sondern ich versuche das im Kontext von Kapitalverbrechen mal ein bisschen unterzuordnen. Und Leute, die das jetzt beklatschen, gerade auch aus der deutschen Kapitalbraverbrecher, die sind Mittäter.
Ich glaube, die stellen sich ja auch nicht hin nach so einem Vergewaltigungsvideo und sagen, vielleicht fand die Alte das ja geil. Es gibt da schon noch einen deutlichen Unterschied, was ein Mittäter ist und was nicht. Das ist ja eigentlich nur ihre Meinungsäußerung. Das ist so, ja, oft halt ein bisschen auch die Doppelmoral, die von Oliver Pocher hochkommt, dass er das so dramatisch darstellt, aber Sachen bei ihm, die er vielleicht gemacht hat, gar nicht so dramatisch waren, weil er das natürlich selber nicht gesehen hat. Also inwiefern das auch nötig war, so hart drauf zu gehen auf Anne Wünsche, sei natürlich auch dahingestellt. Ne? Also ja, Oliver Pocher sieht das alles natürlich gespalten, weil es auch sehr hart ihn betrifft, aber Mittäter sind das nicht. Natürlich aber, wie gesagt, ist es nicht cool. Das ist halt, Pocher will sich halt in dem Statement einfach so hart in die Opferrolle begeben, wie es halt geht. Ne? Also ich sag mal, klar, so Leute wie halt Saschka oder wir als sehr intelligente Person natürlich checken das halt, aber für die Masse ist das Statement vielleicht bis auf den Rap-Part halt sehr gut. Ne? Was geht einfach darum, ne? Je negativ, also je schlechter du dich selber quasi darstellst, oh, ich bin hier so getroffen und das sind alles Mittäter und so, ne, alle hauen jetzt auf mich drauf. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall, also gut, ich kann mir schon vorstellen, dass Pocher selber genau weiß, was halt gut ankommt in der Öffentlichkeit. Oder bestimmt das safe vorher mit einem Anwalt geredet oder einer Medienagentur, kann ich mich vorstellen, dass das Statement dann auch wirklich halt gut ist. Ne? Also da bin ich mir ziemlich sicher. Oliver Pocher ist auch ein dummer Mensch. Ja, er hat auch reingeschrieben, also Fat Comedy hat halt wissen müssen, was jetzt kommt, ja, safe. So, ich glaube, also Real Talk, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber ich glaube, Fat Comedy ist einfach kein intelligenter Mensch. So, bei den Aktionen, bei dem, was er postet, bei dem, was er macht, alleine, dass er da diese Backpfeife gegeben hat, ich halte den nicht für intelligent, so, ne? Sorry, ich kenne dich auch nicht persönlich, kann auch sein, dass du voll der kluge Typ bist, aber du gibst dich auf jeden Fall nicht so. Und ich glaube, der hat sein Verhalten noch nicht so selber realisiert, sage ich mal, so mehr oder weniger. Also ich glaube, der checkt da halt noch gar nicht, was für krasse Nachteile der da eigentlich bekommen kann. Und es ist halt einfach unüberlegt, das zu machen. Ne? Also ich meine, vor allem, wenn du mal überlegst, also du schlägst halt einen Comedian, der halt auch eine Riesenreichweite hat, der Superkontakte hat und so. Kann sein, dass du jetzt vielleicht in der Rap-Szene halt ein paar Freunde hast, sage ich mal. Aber da ist auch wieder die Frage, was sind Freunde? So, gerade wenn es jetzt auch so um Business-Sachen geht, ist es halt auch einfach absolut unklug gewesen. Ne? Also klar, du bist dann halt jetzt für eine Woche vielleicht der Held, aber überleg mal, wie viel du dir damit kaputt gemacht hast. So. Also wie viele Leute gibt es jetzt, die mit Fat Comedy vielleicht für ein Jahr oder zwei mindestens mal nichts zu tun haben wollen, weil diese Aktion halt immer noch dahinter steht. Ne? Wie viele Bühnen der nicht mehr betreten wird, wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, weil der halt Oliver Pocher eine gelangt hat, ne? Und weil der ja auch super Kontakte hat, ne? Der ist ja mega connected, logischerweise. Er ist ja schon seit irgendwie 20, 30 Jahren irgendwie im Showgeschäft halt unterwegs, ne? Und wenn du dir das Ganze mal so überlegst, ist einfach unklug halt, ne? Und auch natürlich die Strafe. Ich meine, theoretisch, ne, ist unwahrscheinlich, aber er könnte dafür im Knast landen halt, ne? Je nachdem, was das Gericht halt entscheidet. Ne? Ich schätze eher Bewährung, wenn überhaupt, vielleicht auch noch eine Geldstrafe. Weiß halt nicht, ob der vorbestraft ist. Glaube ich nicht, weil dann wäre es wirklich todesdumm gewesen. Aber da wird natürlich auch viel Geld halt kommen. Ne? Gut, einige Rapper haben auch gesagt, die übernehmen das. Ob die es dann halt wirklich im Endeffekt machen oder er dann doch selber darauf stehen bleibt, ist die andere Frage. Ne? Weil so ein Gerichtsprozess, logischerweise, ne, die ganzen Anwälte wollen bezahlt werden, also auch die eigene oder der eigene, je nachdem, ne, wen er da holt, kann das auch schon halt richtig teuer sein. Ich weiß nicht, ob Fat Comedy dann irgendwie jeden Monat bei irgendwelchen Rappern anfragt, ob die ihm Geld dafür geben, damit er da gegen Pocher vorgehen kann. Plus natürlich noch der Gerichtsprozess und so weiter. Und ja, wie gesagt, auch gerade, also die Aktion an sich natürlich hat ihm, glaube ich, auch viel kaputt gemacht. Ne? Es wird zwar sehr gespalten gesehen, es gibt auch Leute, die das ja gut finden, aber die Hälfte der Leute findet das halt scheiße und die Scheiße finden, findet's richtig schlecht so. Und damit hast du dich bei denen eigentlich schon ziemlich krass ins Ausgeschossen, ne? Also ich sage, dass er sich mit der Aktion hundertprozentig mehr geschadet hat, als es ihm genützt hat. Das ist halt wie mit Videos so, ne? Klar, du kannst zum Beispiel ein krasses Video über, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein richtig heftiges Video gegen Gronkh mache zum Beispiel, ja, dann habe ich vielleicht, okay, alle finden das Video geil, das kriegt viele Klicks, man kriegt einen kleinen Hype. Wenn ich mir aber dafür den Kontakt mit Gronkh kaputt mache, der halt vielleicht vorher da gewesen ist oder wo man halt voll die coolen Mitarbeiten hätte machen können, so, dann mache ich mir halt mehr kaputt, als es halt im Endeffekt bringt. Deswegen, ich glaube, dass er safe sich auch noch umdrehen wird. Und ich glaube, in einem Jahr oder zwei oder drei, wenn das Ganze dann so ein bisschen abgeschwacht ist, glaube ich, wird er auch selber merken, wie dumm diese Aktion gewesen ist. Oder so zu bezeichnen. Jetzt habe ich wieder einen 10-minütigen Monolog gehalten. Da begibt man sich auf genau die niedrige Stufe, die man vielleicht bei Oliver Pocher bemängelt hat. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass der Hintergrund, weswegen Fat Comedy Oliver Pocher eigentlich geschlagen hat, war, dass er sich ja solidarisiert hat.
dass es ja im Prinzip eigentlich gar nicht darum ging, dass es ja wirklich Gerechtigkeit ist für irgendwelche Influencer, da muss man ja auch nochmal überlegen, wen unterstützt man eigentlich damit. Weiter geht's damit, dass Oliver Pocher irgendwie die gesamte Rap-Szene schlecht macht. Deutsch Rap at its worst. Das ist einfach gar nichts. Ich meine, ich war vor 4 Wochen bei Super Bowl, da stehen Eminem und Dr. Dre, Legenden und Leute, die auch was zu sagen haben, die Message haben, die auch nicht alle einwandfrei sicherlich alles machen. Aber da geht es irgendwie auch um Song, um Musik, um Text, um Lyrics und irgendwas anderes. Und am Ende verkauft Dr. Dre etwas zu basslastige Kopfhörer an Apple und wird Milliardär. Aber die Jungs da, die verkaufen das Einzige, was mit Apple zu tun haben, ist vielleicht Apfelsaft und verkaufen sie beim Penny. Das ist ungefähr so auch, wo Deutschrap für mich steht. Das ist natürlich auch seine Meinung, aber meiner Meinung nach komplett nicht angebracht in diesem Statement. Denn in diesem Statement geht es darum, dass er sagt, hey, es ist nicht geil, ich wurde geschlagen, ich kenne diesen Mann nicht, ich habe ihm nie was getan und egal, ob er mich mag oder nicht, es ist nicht in Ordnung, Menschen zu schlagen, nur weil er mich nicht mag. Aber inwiefern das notwendig ist, die Rap-Szene damit reinzubringen, vor allem die komplette Rap-Szene, es ist ja nicht so, dass er irgendwie differenziert, sondern sagt einfach, alle sind irgendwie gefühlt scheiße im Rap. Was hat das damit zu tun, dass du geschlagen wurdest? Hab ich auch nicht verstanden. Du bist sauer, dass Rapper das cool finden etc. und du willst nochmal ordentlich unterstreichen, wie dumm die sind. Ja, toll. Ich finde, durch dieses Statement hätte er so viel mehr machen können, so viel sagen können. Und er macht ja, das fand ich auch unnötig. Also das habe ich auch nicht verstanden. Ich meine, ich finde, die erste Hälfte hat er richtig gut gemacht. Da hat er sich in die Opferrolle gepackt. Er hat sich selber als verletzt gezeigt. Er hat gut gegen Fat Comedy gefrontet, also im Sinne von so, ja, ich gehe halt jetzt richtig gegen dich vor, blablabla, bla, bla, das war halt perfekt. Ich weiß nicht, warum dann dieser Part mit dieser Rap-Szene kommen muss. So, und vor allem das Ding ist, dass er auch das komplette Rap-Game über einen Kamm schert und sagt, ihr alle seid schlecht. Ich check's nicht, Digga, Real Talk, ich versteh's einfach nicht. So, weil ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Reaction gesagt. Ja, es gibt Deutschrapper, die komisch sind. Ich feiere das zum Beispiel auch nicht. Selbst Sido hat zum Beispiel die Gewalt gut gefunden. Feiere ich auch nicht so. Ne? Der Typ ist 41, der sollte eigentlich halt langsam reif genug sein, dass Gewalt keine Lösung ist. Hat es trotzdem gefeiert. So, deswegen kannst du aber trotzdem nicht jeden Rapper über einen Kamm scheren. So, und ich meine, Rap ist die erfolgreichste Musikabteilung in Deutschland. Und ja, da gibt es halt Leute, die vielleicht nicht koscher sind. Gibt ja aber logischerweise auch welche, die gut sind halt. Ne? Und deswegen finde ich das schon sehr komisch. Und es hat ja auch überhaupt nichts mit dem Fight zu tun, wie Saschka auch schon sagt. Ja, okay, die Rapper schießen halt jetzt gegen dich, aber deswegen schießt du nicht komplett gegen Rapper. Es ist ja unklug. Macht sich das Statement dadurch kaputt, weil er sich dadurch irgendwie nicht... Beim Oliver Pocher ist selber Rapper. Wisst ihr eigentlich, dass Oliver Pocher ein Feature mit Bushido hat? Schreibt mal rein, ob ihr den Track kennt, würde mich mal interessieren. Ich habe den früher voll gefeiert. Wie hieß denn der? Wir sind die Stars, glaube ich, oder so. Noch mehr Feinde schafft, was nicht nötig ist. Oh, Digga, okay, einer hat reingeschrieben, dass er ihn nicht kennt. Das heißt, wir gucken uns den jetzt natürlich an, meine Freunde, da kenne ich gar nichts. Kennst du die Stars? Drauf geschissen. So, kennst du die Stars? Weiß gar nicht, gibt's überhaupt noch auf YouTube? Ja, Mann, Digga, guck mal, hier auf Bushidos Kanal sogar. Ja. Einfach. Alle Stars sind inzwischen nicht A, B, C, sondern D-Promis. Oli, nein, ich hab kein Gewissen. Kennst du die Stars? Drauf geschissen. Ihr habt euch jetzt den Arsch aufgerissen. Yeah. Wir haben jetzt so sehen, mag doch zu mischen. Alle Stars sind inzwischen nicht A, B, C, sondern D-Promis. Oli, nein, ich hab kein Gewissen. Ich hab's sogar geliked. Das will ich nur mal kurz dazu sagen. Ich hab das sogar schon geliked. Ich hab den früher mega gefeiert. Ja, aber... Ja, Oliver Pocher, also, du hast dich einfach selbst hops genommen. Du hast vor 9 Jahren selber mal einen Rap-Song gemacht. Digga, selber schuld. Kennst du die Stars? Eigentlich sollte die Meinung gleich sein bei Gewalt. Man kann doch nicht einfach sagen, dass es irgendwie okay ist. Man kann doch nicht sagen, wenn mir jemand nicht gefällt, dann kann der geschlagen werden. Dann kann man den behandeln, wie man will. So funktioniert diese Welt nicht. Ich kann niemanden ohrfeigen. Niemanden. Und die Frage steht ja jetzt auch im Raum, dürfen wir einfach jetzt jeden schlagen, den wir nicht mögen? Oliver Pocher wird Mobbing im Internet zugeschrieben. Irgendwie ist das halt einfach sein Ding. Aber man muss ja auch dazu noch bedenken, dass ihr es ja auch seid oder die Menschen, die ihm folgen, sind, die ihm auch eine Plattform geben dafür. Also es muss ja irgendwie auch ein Interesse dafür geben und dass Leute das gutheißen, was er macht. Es würde ihn ja auch nicht geben ohne die Zuschauerschaft. In mancherlei Hinsicht finden es auch Menschen angebracht, sich zu wehren, bei Mobbing in der Schule beispielsweise oder auf dem Arbeitsplatz, weil man vielleicht auch selbst geschlagen wird und sich halt eben endlich mal wehrt. Aber dass es ja hier nicht darum ging, dass sich jetzt endlich mal wehrt, das sollte ja eigentlich schon jedem bewusst sein, ne? Denn Oliver Pocher... Ja, ich meine vor allem so, dass das Ding ist, also Star Creeper erstmal, vielen lieben Dank, Junge, bald 3 Jahre, echt heftig. So, das Ding ist, also ich kann natürlich den Gedankengang auch nachvollziehen, dass man sagt, ja, okay, ne, Pocher macht die ganze Zeit andere fertig, jetzt wird er halt selber fertig gemacht. Ich finde aber schon, dass es halt ein Riesenunterschied ist, ob du jetzt zum Beispiel Oliver Pocher halt im Internet kritisierst, so wie er zum Beispiel andere kritisiert, ne? Ich meine, Saschka hat ja auch ein Video gegen ihn gemacht, die hat ihm ja keine Backpfeife gegeben, so, ne?
Oder ob man halt einfach Gewalt gegen ihn anwendet, so, ne? Und das ist auch eine Sache, die ich nicht verstehe, weil Oliver Pocher hat das selber ja auch in dem Statement gesagt und das ist ja auch offensichtlich. Der wird sich halt nicht ändern. Der wird genau die gleichen Videos weitermachen, der wird seine Art genauso belassen. Der ändert sich ja nicht, weil er jetzt einmal eine geklatscht bekommen hat. So von irgendeinem Typen, der anscheinend nicht ganz normal im Kopf ist. So, und deswegen ist es halt so dumm, das halt zu machen. Ne? Wurde nicht die Chance gegeben, sich zu wehren. Ich weiß auch, dass es viele so rechtfertigen. Ja, und ich meine, wie gesagt, das Ding ist halt zum Beispiel, wenn jetzt Oliver Pocher halt Videos gegen Anne Wünsche macht. Anne Wünsche hat auch eine riesen Reichweite. Die hat jederzeit die Möglichkeit, selber ein Video auf ihrem Kanal hochzuladen gegen Oliver Pocher, wo die das richtig stellt, wo sie selber frontet. Wenn sie das alles einsteckt und sich halt nicht dazu äußert oder sich kaum dazu äußert, Digga, dann selber schuld. Also sie hat ja die Möglichkeit. So, und es hat ja keiner Fat Comedy darum gebeten, ja, mach das jetzt mal. So, du musst jetzt für uns kämpfen. So, die Leute können das selber machen. Und ich meine, selbst wenn er sagt, okay, ich möchte mich da aber einmischen, selbst dann mach halt einen Diss-Track gegen den, mach ein paar lustige TikToks gegen den, schreib deine Rapper-Kollegen an, dass die den dissen sollen. So, aber diese Gewalt, also ich verstehe es nicht, es ändert halt auch nichts, ne? Shadowhunter, dankeschön. Und danke an Luis für die 300 Bits. Das ist auch eine Anne Wünsche mit, dass Worte eben auch sehr, sehr tiefe Namen hinterlassen. Und es stimmt auch, dass Worte sehr, sehr verletzend sein können. Ne, die Frage ist ja, welche Genugtuung erlangt man damit? Was hat man davon, wenn man jemanden eine ballert? Oder wenn man dabei zusieht, wie ein Fremder einem Fremden eine ballert? Macht das einen wirklich glücklicher? Sind die Namen dann auf einmal verschwunden? Gibt es dann eine Genugtuung, Menschen zu schlagen aus verschiedenen Motivationen heraus und der Meinung sein, dass sie es verdient haben? Klingt nach einem gewissen Neandertaler-Niveau, ja, weil es einen auch nicht besser macht. Und offensichtlich... Ja, vor allem, ich meine, das Ding ist, vor allem, muss ich jetzt auch mal überlegen. Also selbst mal von Fat Comedy jetzt abgesehen, der jetzt halt super viele Kosten hat, der super viel Kopfix haben wird, so, der bestimmt noch checken wird, dass es keine coole Aktion gewesen ist. So, nehmen wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Leute in den Kommentaren, die jetzt sagen, ja, aber Poch hat das voll verdient. So, und da die sich jetzt freuen, dass das passiert ist. Ich meine, du in den Kommentaren bist halt immer noch ein kleiner 12-jähriger Junge, der noch nichts im Leben gerissen hat. Mit 12 Jahren ist es auch schwierig, zugegeben. So, aber du bist halt irgendein Typ, der noch zur Schule geht, der noch ja nichts im Leben gemacht hat, so, und Oliver Pocher ist halt trotzdem eine Person, egal ob man die mag oder nicht, der es geschafft hat. Der ist Millionär, der hat ultra krasse Kontakte, so, ne, ich meine, der saß einfach neben Christopher Daum oder wie auch immer dieser Typ heißt, der diesen Kokainskandal hatte, so, ne, also Oliver Pocher kann trotzdem einfach mal random zum Super Bowl fahren und da neben Eminem und Dr. Dre stehen. Egal, ob der jetzt einmal geschlagen wurde oder nicht, so, sein Leben ist trotzdem tausendmal geiler als sein eigenes, deswegen verstehe ich das nicht. Und wenn es halt wirklich Leuten eine Genugtuung gibt, dass jemand geschlagen wird, ja, also ich check das einfach nicht so, weil zum Beispiel, wenn ich Oliver Pocher wäre, mich würde das auch nicht jucken. Also selbst wenn ich jetzt geschlagen werden würde von irgendjemandem so, ich würde den halt anzeigen, ich würde dagegen vorgehen. Bruder, wenn ich aufstehe, ich habe, was weiß ich, trotzdem Haus, habe trotzdem geiles Auto, habe trotzdem meine Abonnenten, ich habe trotzdem die besten Zuschauer der Welt. Das ändert sich ja nichts, das geht nicht weg. So, deswegen check ich das auch nicht so. Dieses Schlagen, also was ist der Sinn dahinter? Das würde ich gerne einfach wissen. Ein richtig krasses Video gegen Oliver Pocher zu machen. Also wirklich ein richtig krasses, wenn Fat Comedy sich wirklich hingesetzt hätte und jemanden beauftragt hätte, der das kann. Das hätte tausendmal, wäre das mehr abgegangen, als ihn jetzt da eine zu hauen. Und das hätte auch Oliver Pocher mehr geschadet. Wenn du wirklich mit Fakten zeigen kannst, wo er Unrecht hat, wo er Leuten schadet, wo er rumgelogen hat, das trifft tausendmal mehr als diese Ohrfeige. Danke, Louis, für die 100 Bits und Shadowhunter für den Prime Sub. Ist es ja auch nicht so, dass Oliver Pocher das auf einmal abhält davon, vulgär und unsachlich mit Menschen zu reden oder über Menschen, sondern er fühlt sich nur noch mehr herausgefordert und selbst in einem Statement-Video muss er noch irgendwie die Rap-Szene runtermachen. Und wer entscheidet, wer was verdient hat? Denn ich meine, hat Senna Gamur dann nicht auch irgendetwas verdient? Denn die hat sich auch mit ganz schön vielen Leuten gestritten, sie auch öffentlich schlecht gemacht. Und dennoch glaube ich nicht, dass das irgendwer cool finden würde, wenn ein Fat Comedy zu ihr hingehen würde und ihr einfach eine ballern würde. Fat Comedy war nie persönlich von Pocher betroffen und dennoch sah er sich dazu auserwählt, zu rächen. Ich weiß nicht genau wen, ob es jetzt Samra war oder irgendwer anders, keine Ahnung. Egal aus welcher Motivation heraus, gelöst wurde damit nichts. Doppelmoral hinter den Posts, Rechtfertigung herunter... So, warte, was lesen wir? Ich dachte, sie liest das vor. Motivation heraus, gelöst wurde damit nichts. Doppelmoral... Hallo Freunde, ich habe die Spendenseite offline genommen. Ich hatte das gemacht, weil ich unter medialem Druck stand und mich auf niemanden verlassen wollte. Das Geld, was jetzt gesammelt wurde, weiß ich für eine Organisation, werdet ihr mitbekommen? Und an alle, die gerade mir in den Rücken fallen, ich werde keinen einzigen von euch vergessen. Aber wer fällt Ihnen denn in den Rücken? Moral hinter den Posts, Rechtfertigung herunterspielen, das haben wir von schon gesehen. Klatschen, Mr. 500.000 Prones, Euro, die man haben möchte. Wer
Menschen dieser Art Zuspruch gibt, auch indirekt, indem man sagt, dass Oliver Pocher diese Klatsche verdient hat, sollte nochmal seinen moralischen Kompass überdenken. Denn ja. Gewalt wird in dieser Hinsicht nie eine Lösung sein. Die Frage ist, wo fängt man an, wo hört man auf? Sollte Fat Comedy nicht auch Shirin schlagen? Denn sie hat sich ja damals auch mit dem Opfer solidarisiert. Sollte er dann noch weitergehen zu Schröder? Denn er hat sich ja immer noch nicht distanziert. Wo endet das Ganze? Wer hat es dann auf einmal doch nicht mehr verdient? Und wird das dann auch noch auf Kleinigkeiten runtergespielt? Sollen wir vielleicht auch denjenigen schlagen, der sich vordrängelt? Ist das vielleicht auch jemand, der es verdient hat? Wenn man Oliver Pocher und seine Art und Weise, mit Dingen umzugehen, nicht gut findet, dann sollte man ihm... Ja, ich meine, deswegen gibt es ja auch einfach so Regeln, dass halt Gewalt nicht in Ordnung ist. Logischerweise so. Es ist halt einfach nicht in Ordnung so. Ne? Es ist halt genau wie Saschka sagt. Also, wenn du jetzt anfängst, Leute zu schlagen, die du halt nicht magst, dann ist halt die Gewalt gegen jeden legitimiert. So, und deswegen hoffe ich auch immer noch auf ein hartes Urteil, damit halt auch genau sowas halt dann, also es wird natürlich nochmal passieren, safe so, aber damit die Leute wenigstens ein bisschen abgeschreckt sind. So, und wie gesagt, ich check das doch nicht. Ich weiß doch nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist ja wirklich einfach lächerlich so, ne? Nicht die Plattform geben. Ja, und Leute schreiben das auch rein. Also, vorhin hat es einer reingeschrieben, ich kriege mal gerade. So, ja, Primaten ist jetzt ein bisschen hart, Anne, hier. So, ich gebe dir die Antwort, die typische Antwort auf alles ist aus Prinzip. Gut, und er hat gesagt, das checkt man nur als Ausländer, das würde ich jetzt weglassen. Es gibt auch Deutsche, die so denken, das hat jetzt nichts damit zu tun, ob du Ausländer oder Deutscher bist. Naja, aber es ist einfach so, ne? Die Leute, so Fat Comedy, in seiner Welt ist es ja wirklich auch jetzt immer noch legitim. Also ich könnte mich wahrscheinlich mit dem hinsetzen und ihm 3 Stunden erklären, warum Gewalt nicht in Ordnung ist. Er würde trotzdem sagen, nee, aber aus Prinzip war das gut. Was ich aber jetzt wirklich sehr spannend finden würde, was wäre, wenn jetzt jemand Fat Comedy schlägt, weil er Oliver Pocher geschlagen hat und jetzt sagt, ja, ich will mich aber rächen für Oliver Pocher. Würde Fat Comedy das gut finden oder nicht? Das ist die Frage. Und sich auch nicht darüber aufregen. Oder vielleicht doch darüber aufregen, aber nicht mit Schlägen. Es geht nicht darum, dass ein Opfer sich wehrt oder in Notwehr wehrt, sondern es geht darum, dass es nicht in Ordnung ist. Und es nochmal, ne, es geht nicht darum, dass ich hier Oliver Pocher irgendwie gut rede und seine Taten gut rede oder sonst was. Sondern es geht nur darum, dass Gewalt, vor allem in dieser Situation, sowas von unangebracht war. Und die Kommentare unangebracht sind, dass ich das einfach nicht glauben kann, wie unmenschlich manche Menschen sein können. Ich glaube, das ist auch ein guter Anlass, um sich ein bisschen zu überdenken und zu hinterfragen, ob man wirklich besser ist als ein Oliver Pocher, wenn man solche Dinge gutheißt und ob man nicht vielleicht besser sein könnte. Pochers Aussagen finde ich in manchen Punkten unangebracht in dem Video, aber ich glaube, dass es einem klar sein sollte, was er damit gemeint hat. Ihr könnt mir gerne sagen, was ihr von der ganzen Aktion haltet, wie ihr das seht. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag, 18 Uhr, hoffentlich. Ja, gutes Video, kann man auf jeden Fall so machen. Ich glaube, ich habe auch so eigentlich schon alles dazu gesagt, auch in den anderen Reactions. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall echt gespannt, wie das Thema weitergeht. Und ja, mal gucken. Ne? Also ich stelle es mir jetzt auf jeden Fall Anzeige. Und mal gucken, wie viele Leute dann wirklich noch nach ein paar Monaten hinter Fat Comedy stehen. Da bin ich auch sehr gespannt von den ganzen Rappern.